Viele Schwangere sind vom Eisenmangel betroffen, da sie bereits mit einem niedrigen Eisenspeicher in die Schwangerschaft gehen. Darum ist wichtig, bereits bei geplantem Kinderwunsch vorher schon den Eisenstatus zu testen. In der Schwangerschaft entwickeln sehr viele Schwangere eine Blutarmut, da der Körper um 30% mehr Blut bilden muss, um die Plazenta ausreichend zu versorgen. Bei den Schwangeren treten die gleichen Eisenmangelsymptome wie bei Nichtschwangeren auf, vor allem bei der Anämie, bei der Blutarmut, die ca. 30% der Schwangeren erleiden, kommt es zu Atemnot, Schwindel, Herzrasen und natürlich zur chronischen Müdigkeit, Erschöpfung, Energielosigkeit. Die Diagnosestellung ist sehr einfach, mittels Blutabnahme. Wichtig hierbei der Hämoglobinwert und der Ferritinwert. Auch bei den Schwangeren versucht man es vorerst mit oraler Eisengabe, mit Eisentabletten oder Eisensäften. Werden diese nicht vertragen, beziehungsweise wenn eine Eisenmangelanämie besteht, wechselt man eher auf Eiseninfusionen, die auch in der Schwangerschaft sehr gut vertragen werden und ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel verabreicht werden können. Die Häufigkeit der Eiseninfusion ist abhängig vom Eisenspeicher und vom Schweregrad der Blutarmut. Es gibt hierbei eine Niedrigdosisinfusion und auch eine Hochdosisinfusion. Beide Arten kann man in der Schwangerschaft verabreichen. Mit der Hochdosisinfusion kann der Eisenmangel schneller behoben werden. Eine Eisenmangelanämie in der Schwangerschaft führt sehr häufig zu einer erhöhten kardiovaskulären Belastung, das heißt eine erhöhte Belastung für Herz und Gefäße und auch zu einem erhöhten Infektionsrisiko. Während der Schwangerschaft ist das Eisen auch wichtig für die gute Entwicklung der Plazenta. Das Baby braucht das, oder das Embryo braucht das Eisen für die Entwicklung, für das Wachstum. Ein Eisenmangel führt häufig zu einem geringeren Geburtsgewicht und zu Wachstumsverzögerungen des Embryos. Wird der Eisenmangel während der Schwangerschaft nicht behandelt, kann es im Wochenbett oft zu psychischen Symptomen führen, wie zum Beispiel einer Wochenbettdepression oder dem gefürchteten Babyblues, da das Eisen ja für die Serotoninproduktion verantwortlich ist, also für die Produktion von Glückshormon. Weiters bewirkt der Eisenmangel im Wochenbett eine verminderte Milchproduktion. Schon bei der Familienplanung ist die Erfassung des Eisenstatus sehr wichtig. Viele Frauen können einfach nicht schwanger werden, obwohl organisch alles in Ordnung ist. Und da das Eisen für jede Körperzelle, für jedes Organ ein wichtiges Spurenelement ist, kommt es oft dazu, dass Frauen mit aufgefüllten Eisenspeichern dann einfach leichter schwanger werden können. Die Fruchtbarkeit verbessert sich deutlich.